Ja, hallo, mein Name ist Christian Schemmeier, Paartherapeut Beziehungscoach in Murnau und in Hamburg und diesmal ein Video-Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Hauptmail ist heute eine Frage, ich stehe zwischen zwei Männern und kann mich nicht entscheiden. Vorab aber noch eine andere Frage. So, also eine Frage von Kosmos Cola und immer diese Russin, ne? wenn du auch so eine Frage stellen musst und auch in meinen Kursen suchst oder dich vielleicht noch interessierst für diese Liebeship-Coach-Ausbildung oder Bootcamps gibt es neu. Ach ja, zu den Bootcamps wollte ich noch sagen, es gibt da so einen Frühbucher-Rabatt. Steht auch da in der über eine Anmeldung, wenn du Boot 19 eingibst, dann gibt es 50 Euro Rabatt bei der Buchung bis Ende Januar. Das ist noch ein kurzer Einschub hier noch. Und denk dran, dass die Platzzahl ist begrenzt. Also das war bisher jetzt nicht so ein Problem, aber jetzt scheint es doch tendenziell immer ja, etwas größeren Ansturm zu geben, sagen wir mal so, in vier Städten. Dann schaust du auf liebeship.de. Also, hallo Christian, ich habe selbst mit Verlustangst und Liebessucht zu kämpfen und war zuletzt in einer Beziehung mit einem Bindungsängstler. Dieser wies mich zurück, sobald es ernster wurde. Wie das dann so ist, ne? Nach einer Woche hat er mich dann schrecklich vermisst und ich war doch die Richtige. Er meinte, er könne nicht ohne mich sein. Ja, es hört sich sehr gesund an alles. Ich glaube, es ging dabei nicht wirklich um mich, sondern um das Alleinsein. Ja, könnte sein. Während unserer Zeit suchte er auch ständig den Kontakt zu seiner Ex und anderen Frauen auf sozialen Netzwerken. Oh! Nein! Warum? Warum? Warum machst du das mit? Er hat sich jedoch nie überwinden können, sich mit diesen zu treffen. Ja, das macht es ja weniger schlimm. Oftmals betonte er auch, dass er einfach nicht für eine Beziehung gemacht sei und keine Beziehung wolle. Jemand sollte immer Leute ernst nehmen. Wenn sie sowas sagen, wollte mich aber jeden Tag sehen, lud mich zu seinen Eltern an und verhielt sich so, als seien wir zusammen. Ja, so ein unerreichbarer Verführer mäßig so, aber okay. Da ich mir immer unsicherer wurde, fing ich an, regelmäßig zu kontrollieren. Das habe ich in früheren Beziehungen auch schon getan, bin sehr misstrauisch. Dadurch ging natürlich noch mehr kaputt. Er brauchte in meinen Augen nur die Bestätigung, daher blieb es nur beim Schreiben mit anderen Frauen. Und ich ließ es einfach zu. Also du hast ein Thema mit Standards, ne, und zu dir stehen. Das ist so dieses, ja, was ich mal co-abhängig nenne. Das Ganze habe ich nach einem Jahr endlich beendet und ihn überall blockiert, um mich selbst zu schützen. Ich weiß, dass ich an mir selbst arbeiten muss und wollte dich fragen, welches Modul du mir besonders ans Herz legen würdest. Ja, ich habe ja in meinem Kurssystem im Moment 5 Module. Nächster kommt so ein 6. dazu. Und also typischerweise kann man die so abarbeiten, wie sie nummeriert sind. Also 0 ist Liebeskummer, also 0, weil nicht jeder zu mir kommt, der jetzt akut Liebeskummer hat, aber in deinem Fall wäre 0 dann wahrscheinlich auch der Start. 1 ist so dieses Kernmodul, wo es darum geht, was habe ich für ein Muster, was haben meine Partner für ein Muster, woher kommt das, das kann man so grundsätzlich tun. Und 2 ist die Vertiefung, das sind nochmal so Übungen fürs Langfristige. 3 ist die Selbstliebe-Challenge, sage ich immer wieder, dass eben diese Selbstliebe-Themen auch da, also eigentlich im Grunde genommen ist es so eine Selbstliebe-Defizit-Störung, ne, diese Co-Abhängigkeit. Und 4 ist dann Bindungsangst und Co-Abhängigkeit, weil man eben doch meistens selber ein Thema hat mit Bindungsangst, wenn man ein bisschen länger wühlt und ein bisschen länger an sich arbeitet. Und 5 sind dann die Dating-Strategien. Also könntest, wenn du jetzt Liebeskummer hast, bei 0 anfangen. Würde ich dir auch sehr empfehlen, auch dass du nicht mehr zurückgehst. Und dann ist Modul 1 dran. Gut, aber jetzt zur eigentlichen Frage. So. Und das ist jetzt eine Folgefrage von Irit Schnila und sie schreibt, lieber Christian, ich habe dir schon einmal vor etwas über einem halben Jahr geschrieben,
Meine Frage hast du damals super beantwortet. Video, die Beziehung zu meinem Freund, die stabilisiert mich. Auch deinen Online-Kurs habe ich gemacht. Mir hat das alles super geholfen. Ich lebe und liebe jetzt komplett anders als in meinem ganzen Leben zuvor. Es ist so, wie du sagst, man erreicht eine andere Bewusstseinsstufe. Ich fühle mich zum ersten Mal gut mit mir selbst. Und meine es auch wirklich so, mir fliegen positive Dinge wie magisch zu. Danke. Meine Frage, die ich jetzt habe: Zurzeit gibt es zwei Männer in meinem Leben, die beide total nett und normal sind. Ich habe sie etwa gleichzeitig kennengelernt und zu daten begonnen und mich in beide ein bisschen verliebt. Ich will jetzt keinen von beiden verletzen. Ja, das wird schwierig und auf gar keinen Fall in alte Muster zurückfallen. Ich erkenne aber keine roten Flaggen bei beiden. Naja, ein paar ganz kleine vielleicht und genieße es, wie schön es ist, normal und nett behandelt zu werden. Das ist doch mal herrlich, ne? Gibt es selten heutzutage. Jetzt muss ich mich aber entscheiden und ich weiß nicht wie. Ich versuche an Chemie und Kompatibilität zu denken und stelle Folgendes fest. Mann A, Anfang 30, beziehungserfahren, wirkt sehr normal und bindungssicher. Wir verstehen uns super, können viel reden. Er ist lustig, sehr männlich und attraktiv. Ein lieber Mensch, mit ihm bin ich auch kompatibel, was die Lebensplanung betrifft. Der Sex ist Bombe. Fragt man sich ja, warum gibt es noch Mann B? Okay. Ich kenne ihn erst seit kurzem. Mann B, Anfang 20, also jünger als ich, ein bisschen kleiner als ich, was ich eigentlich hasse. Ich kenne ihn etwas länger, er ist total albern und süß, wahnsinnig inspirierend, sehr lustig, lebt frei und ist total aufmerksam und liebevoll mir gegenüber. Allerdings will er das zwischen uns in der Arbeit verheimlichen, weil wir Kollegen sind. Never fuck the company. Er will garantiert die nächsten Jahre keine Familie gründen und so weiter. Und der Sex ist zwar sehr schön, aber nicht, was ich will. Das erinnert mich an so einen Klienten, den ich mal hatte. Der kam auch zu mir, konnte sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden. Und Frau A war sexy, riecht gut, kann man sich gut unterhalten, ist total witzig und ähnliche Lebensziele. Und Frau B war riecht nicht gut, Sex ist mäßig, Lebensziele passen nicht. Und. Das erinnert mich so ein bisschen daran. Ja, ich meine, ich glaube, ja, gehen wir mal weiter. Okay. Ja, ich glaube, dass durch das Geheimhalten wird auch wieder mein altes Muster getriggert. Er ist aber kein Player oder so. Das Problem ist, macht einen Ticken mehr Spaß als mit Mann A. Er ist ein sehr besonderer Mensch. Er ist nicht so ruhig und sicher wie mit dem anderen. Ja, ich denke, du weißt die Antwort, ne? Nur weiß ich, dass es keine Zukunft hat. Ja. Da ich mit beiden schlafe, muss und will ich mich jetzt entscheiden, welchen ich weiter date. Naja, du musst gar nichts. Also wenn, ich meine, wenn das offen ist, dass du keine, dass sie keine Exklusivität habt, dann musst du gar nichts. Aber ich vermute mal, du willst ja was anderes. Und hoffe sowieso, dass das beiden Männern klar ist, dass es nicht exklusiv ist und ihr safer Sex praktiziert und so weiter. Und das andere ist, wo ich mal drüber nachdenken würde, ob du eventuell noch so bindungsängstliche Anteile in dir in Schach hältst, indem du zwei Männer datest. Das wirst du aber in dem Moment, oder also auf so einer intensiven Art datest, das wirst du aber in dem Moment merken, wenn einer wegfällt. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Aber ja, ich würde dir raten, das schnell zu entscheiden. Also nicht nur wegen den Männern, die verdienen sich auch immer mehr, sondern auch zu gucken, dass du nicht irgendwas vermeidest hier. Und ja, also du setzt ja selbst ein Ultimatum irgendwie, ne? Dass das nächsten ein, zwei Wochen entscheidest, würde ich sagen. Und bitte nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass ich hier mit parallelem Dating absichern will oder so. Nee, absichern nicht, aber wie gesagt, ist auch eine super, wäre eine super Methode, um Bindungsangst in Schach zu halten, so. Ich habe einfach zufällig zwei echte, liebe, tolle Männer genau gleichzeitig kennengelernt. Naja, vielleicht habe ich meine Frage eh schon selbst beantwortet. Ja, geil, schöne E-Mail, gefällt mir. Okay, ansonsten, ich glaube, alles gesagt und in diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Ooh, the taste of the lips I want.